Hallo zusammen, ich bin Carola von Lila Linz und um einen Tag verspätet, aber trotzdem sehr, sehr gerne von mir das letzte Video heute von der Serie 12 Tage Weihnachten. Und wie am Mittwoch schon versprochen, nehmen wir wieder mal unser Stanz- und Falzbrett für Umschläge zur Hand. So hat das ausgeschaut von Stampin' Up. Es ist ja von dem Hersteller We Are Memory Keepers. Ich verlinke euch unten in der Infobox, wo ihr das herbekommen könnt. Schaut optisch ein bisschen anders aus, aber es ist genau das gleiche Brett. Und wir machen eine Schachtel. In dieser Schachtel findet ihr so handelsübliche Duschbombe. Also das ist so wie eine Badebombe, nur legt man das in die Dusche. Und da drinnen ist noch einmal ein Spruch nach diesem turbulenten Jahr, ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest. Und irgendwie, dieses Stempelset ist zwar schon ein bisschen älteres, immer noch im Katalog erhältlich, aber der Spruch nach dem turbulenten Jahr, ich glaube, es hat noch nie besser gepasst wie heuer. Zumindest, wie ich jetzt finde, wie gesagt, das heurige Jahr war, glaube ich, für alle sehr, sehr turbulent. Und wir hoffen, dass ein bisschen mit Weihnachten, mit der Adventszeit ein bisschen Ruhe einkehrt. So, und warum kriege ich das jetzt nicht mehr rauf? Naja, ist egal. Ich lasse das so liegen. Ich habe dann aus altem Glitzerpapier, ich glaube, das hat Sternenglanz geheißen, einen Stern ausgestanzt. Den findet ihr im Stanzenpaket. Bestickte Sterne. Und ich habe hier diesen verwendet, zu den etwas größeren, damit auch ein bisschen eine Dekoration mit drauf ist. Also verwendet da Papier, was ihr habt. Also ich habe also das, ich glaube, es hat Sternenglanz geheißen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Spruch, frohe Weihnachten, glitzert auch. Auch den findet ihr im Stempelset Tannen und Karos. Und den habe ich embossed mit dem Stampin' Emboss Prägepulver in Schimmerweiß. Ich glaube auch, also auch das ist nicht mehr erhältlich. Ihr könnt aber auch in Gold embossen. Ich habe also heute ein bisschen diese Sachen verwendet, die ich im Bestand habe, aber eigentlich irgendwo fast ein bisschen zu sehr verschlummern in meinem Stempelzimmer. So, jetzt aber, ich bin irgendwie noch nicht wirklich ganz da. Ich habe auch die Anleitung noch nicht zur Hand. Also, ja, ich erzähle euch was. Die Woche war etwas hektisch, darum auch die Anleitung einen Tag zu spät. Und wir starten aber gleich durch. Ich nehme das Stanz- und Falzbrett. Ich habe hier ein Stück Designerpapier vom Schneeflockentraum in 6x6 Inch, 15,2x 15,2 cm. Das heißt, ihr bringt aus einem Bogen von diesem Designerpapier vier Boxen raus. Für eine Box mit dem Stanz- und Falzbrett, ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran, damit ihr mir da besser zuschauen könnt, beginne ich, also wie gesagt, 15,2 zu 15,2 und ich lege das Ganze jetzt einmal bei 6,3 cm an. Dazu schiebe ich mir die linke Kante hier auf 6,3 cm. Ich stanze sie mit dem mitgelieferten Falzbein in der Diagonale. Meine Falzlinie schiebt das Ganze weiter auf 8,8 cm. Wieder stanzen und falzen. Dann drehen wir das Ganze gegen den Uhrzeigersinn. Man sieht es nicht ganz genau, vielleicht lege ich es euch so ein bisschen besser her. Ihr habt hier diese Nase vom Stanz- und Falzbrett und da die beiden gezogenen Falzlinien. Wir legen das Papier so an, dass diese Nase vom Stanz- und Falzbrett genau in die Linie reinrückt. Die Zentimeter oben sind mir jetzt egal. Ich stanze. Ich falze, dann schiebe ich das Ganze weiter auf die nächste Falzlinie, hier diagonal, stanzen und falzen, also die Diagonale hier ziehen, die ihr da habt. Drehe das Ganze wieder gegen den Uhrzeigersinn, lege mir wieder die Nase an die gezogenen Falzlinien. Wir stanzen und ziehen uns in der Diagonale die Linie, weiterschieben. Und die Diagonale ziehen. Also ihr habt hier die Diagonale automatisch eingezeichnet und die müsst ihr nur mit diesem Knubbel, der da mit dabei ist, einfach nachziehen. Und das letzte Mal die Nase an die Falzlinie anlegen, stanzen und die Linie ziehen. Und noch einmal stanzen und die Linie ziehen. Wer mag, und auch ich habe das jetzt so gemacht, ihr habt da hinten einen integrierten Eckenabrunder. Ihr legt euch die Spitze da hinten ein in den Eckenabrunder und immer wieder stanzen. So habt ihr die Ecken schön abgerundet. Dann gehen wir wieder ein bisschen weiter raus. Dann nehme ich meine Papierschere zur Hand. Ich
beziehungsweise im ersten Schritt das Falzbein. Ich knicke mir die gezogenen Falzlinien um, schärfe das Ganze mit dem Falzbein. Das machen wir auf allen vier Seiten, wie gewohnt, nichts Neues. Wie bei jeder Box, ob jetzt rechteckig oder quadratisch. Und ihr habt hier dann diese gezogenen Falzlinien. Ihr schneidet mal, ihr legt es hier bei diesen Dreiecken an und schneidet bis zur ersten Querfalz ein und dabei bitte auch immer wieder dieses kleine Dreieck rausschneiden. Und das machen wir jetzt nicht im Uhrzeigersinn, sondern auf zwei Seiten links und rechts und dann auf genau gegenüberliegenden Seiten. Ich schneide eigentlich hier nur diese gezogene, diesen Puls, der da entsteht, wenn man die Falzlinie zieht, den schneide ich raus. Dann habe ich hier vorbereitet einmal Farbkarton in Marineblau in 7,3 x 7,3 cm und darüber ein Stück in 7 x 7 cm Flüsterweiß. Habe meinen Spruch hier auf einem Stempelblock. Und mein Stempelkissen in Marineblau. Und mit dem stemple ich mir jetzt den Spruch hier drauf. Ich bin bewusst jetzt etwas im oberen Drittel, damit man darunter noch was Persönliches dazu schreiben kann. Ich werde das Ganze jetzt einkleben. Nehme dazu meinen Stamp and Seal, klebt das Ganze ein. Wer mag, kann das einfach auch nur reinlegen. Was ist mit meinem Stamp and Seal los? Ist der auch schon leer? Nein, der ist noch nicht leer. Hätte mich jetzt gewundert. Den Stamp and Seal Plus habe ich schon leer gemacht, aber den normalen noch nicht. Kleben uns das Ganze so drauf, schauen, dass wir dabei in der Mitte sind. Gebe auch hier dann noch einmal Stamp and Seal mit drauf, Flüssigkleber, Abreißklebeband, was auch immer ihr da gerne verwendet. Und dann klebe ich mir diesen Spruch hier in die Mitte rein. Und dann klebe ich die Ecken so hinein, dass das Ganze dann so zum Öffnen ist. Gebe auch dazu auf alle vier Tabs, die da auf der Seite entstehen, den Stamp and Seal drauf. Und dann, wie bei jeder Box, komme ich mit dieser Klebelasche hier an die Kante dran und klebe mir die Box zusammen. Es geht ganz einfach mit dem Stamp and Seal. Flink und fest heißt er auf Deutsch. Ich bin jetzt mittlerweile schon so an die englische Aussprache gewohnt. Und dann meine Badebombe, die dann hier reinkommt. Dann schließen wir die Seiten und von oben und nach unten und die Box ist fertig. Ich habe dann hier ein Stückchen flüsterweißen Farbkarton. Ich brauche noch meinen Papierschneider. Schneide mir über die gesamte Länge, also über die 29 cm Seite, schneide ich mir ein Stückchen runter mit 2 cm Stück runterschneiden, damit ihr da so einen Streifen vom flüsterweißen Karton bekommt. Den lege ich mir beginnend in der Mitte drüber und knick mir mal alle vier Seiten einfach um. Dann schaue ich, wo überlappt das Ganze und kürze mir den nach Augenmaß. Muss nicht ganz genau sein. Wichtig ist nur, dass diese beiden Stellen überlappen. Und dann ziehe ich mir mit dem Falzbein diese vorgezeichneten, umgeknickten Stellen. Die ziehe ich mir dann einfach nach. Und dann wieder, ich gebe dann wieder den Stamp and Seal drauf. So. Und dann lege ich mir diese Banderole drumherum. Zieht mir die bitte nicht allzu streng an, weil sonst bekommt ihr die Banderole nicht wieder runter. Also eher leichter ankleben, dass ein bisschen Spiel ist, damit ihr das gut hin und her schieben könnt.
Dann habe ich meinen Stern. Den Stern geben wir drauf mit Stampin' Dimensionals. Diese bitte nur in die Mitte drauf geben. Sonst klebt ihr euch die Banderole an der Box unten fest. Das heißt, ich habe hier so, den Spitze möchte ich nach oben, kann ich mir hier drauf kleben und dann noch der Spruch. Ich brauche noch für den Spruch noch das Versamark Stempelkissen. Das ist dieses hier, das ist diese Klebetinte, das Versamark und meinen Spruch, frohe Weihnachten. Ein Reststück vom flüsterweißen Farbkarton. Kann man jetzt noch nichts erkennen. Dann nehme ich hier noch mein Flüsterweiß und mein Prägepulver. Und dann haben wir da den Spruch. Ich erhitze das jetzt einmal ganz schnell. Und dann, wenn das erhitzt ist, dann stanzen wir uns das mit einer Stanzform aus, mit der Big Shot, mit der Stanz- und Prägemaschine. Vorsichtig bei diesem Embossing-Pulver, beziehungsweise generell, wenn ihr mit Embossing arbeitet, das ist ganz schön heiß. Ich nehme dazu dann auch ganz gerne mal so eine Bastelpinzette. Ich erhitze mir das Ganze. Es dauert jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit möchte ich euch verraten, dass es nächste Woche wieder die Serie gibt, ein Stempelset 5 Tage. Und wir sind dieses Mal zu fünft. Das heißt, ihr kriegt die ganze nächste Woche jeden Tag 5 verschiedene Ideen und Projekte präsentiert. Und das Ganze mit dem Stempelset des Weihnachtssterns. Also das Ganze heißt, wie heißt das? Wie heißt denn dieses Stempelset? Ja, ich weiß es jetzt gar nicht. Weihnachtsstern heißt das. So, mein Embossing-Pulver ist geschmolzen. Ich gebe das Ganze auf die Seite. Ihr müsst ja glauben, ich bin halt komplett durch den Wind. Ja, bin ich auch irgendwie. Der Tag heute war mega anstrengend. Und es geht noch weiter. Um 17 Uhr ist noch einmal das letzte Telefonat heute bei mir. Und dann geht es erst ins Wochenende. Ich habe hier aus den Stanzenpaket Etiketten mit Stil, Etikett halt, und lasse mir das ganz, ganz schnell durch die Big Shot durch. Und auch dieses. So, auch dieses Etikett klebe ich mir jetzt noch schnell mit Stampin' Dimensionals drauf. Auch da gebe ich jetzt einfach zwei so nebeneinander drauf. Quer über den Stern drüber. Also das ist ja sehr, sehr schimmriges Projekt. Ich finde, dass das ganz gut dazu passt zu diesem Designerpapier. Das ist auch so winterlich kühl. Ja, so eisig fast ein bisschen. Und genauso ist auch unser Embossing-Pulver. Und ihr nehmt, wie gesagt, einfach das, was ihr zu Hause habt. Und ich habe dann hier noch den bunt schimmernden Perlenschmuck aus dem Herbst-Winter-Katalog. Nimm mir da 2, 3 so Perlen als Dekoration noch mit drauf. Damit noch ein bisschen was an Perlenmäßiges, Glitzerndes mit dabei ist. Ich wollte euch wieder mal näher bringen. Verwendet doch wieder mal das Stanz- und Falzbrett für Umschläge, also damit könnt ihr nicht nur Umschläge, also Kuverts machen, damit könnt ihr auch Schachteln machen. Ich habe bei mir auf meiner Festplatte ein Berechnungsmodul für Excel, wo ihr die Maße eures Geschenks eingeben könnt und dann kriegt ihr automatisch die Größe vom Papier und wo ihr stanzen müsst raus. Wenn ihr das haben wollt, bitte schreibt mir eine E-Mail in den Kommentaren. Unten lese ich es zwar, aber die wenigsten haben unten dann in den Kommentaren die E-Mail-Adresse dabei und ich möchte auch gar nicht, dass ihr die dort angebt. Nicht, dass ihr da irgendwo Spam-Nachrichten generiert dadurch. Also geht auf meine Webseite, die ist da links oben, www.lilanlinz.com. Dort gibt es ein Kontaktformular. Mit diesem Kontaktformular könnt ihr bei mir dieses
Berechnungsmodul auf Excel-Basis anfordern und ich schicke euch das sehr gerne zu. Und mit diesem Projekt sage ich danke fürs Zuschauen. 12 Tage Weihnachten, es war eine herausfordernde Zeit, 4 Wochen lang jede Woche 3 Videos zu machen. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ich freue mich drauf, wenn ihr mir nächste Woche wieder zuschaut bei diesem 1 Set 5 Tage 25 Ideen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dazu komme, für alle 5 Tage ein Video zu machen. Fix gibt es jedenfalls am Montag eins. Wie gewohnt, das Montagsvideo. Ich wünsche euch in der Zwischenzeit alles Liebe, einen tollen ersten Advent morgen und bleibt mir gesund und bis Montag dann. Tschüss!